Hallo aus der Media Lounge des ARD Hauptstadtstudios. Bei uns ist heute Sven Lehmann von den Grünen und es geht um das Transsexuellengesetz. Erste Frage vielleicht gleich mal, Herr Lehmann, an Sie. Und wir bitten natürlich auch, die User Fragen zu stellen, die wir hier natürlich einbinden in das Gespräch. Warum muss aus Ihrer Sicht das Transsexuellengesetz abgeschafft werden? Das Transsexuellengesetz ist jetzt 40 Jahre alt in diesem Jahr. Es ist eine einzige Menschenrechtsverletzung. Ich unterbreche mal ganz kurz. Sind wir schon live? Wir sind live. Dann stelle ich die Frage einfach nochmal. Sorry fürs Unterbrechen. Warum müsste das Transsexuellengesetz Ihrer Ansicht nach abgeschafft werden? Das ist jetzt 40 Jahre alt. Es ist aus unserer Sicht eine einzige Menschenrechtsverletzung, weil es Menschen als krank erklärt, die aber nicht krank sind, nämlich transgeschlechtliche Menschen. Und da ist sehr viel Fremdbestimmung, sehr viel Pathologisierung in diesem Gesetz. Und deswegen finden wir, dass das endlich überwunden werden soll und ersetzt werden soll durch ein modernes Selbstbestimmungsgesetz. Okay, das ist noch ein bisschen allgemein. Worum geht es ganz konkret? Also wenn ich es richtig weiß, geht es ja um den Eintrag des Namens. Also wenn der Mann zum Beispiel sagt, ich will eine Frau sein, dann will er dann eben auch einen weiblichen Vornamen haben, solche Dinge. Geht es Ihnen darum? Genau, also es geht zum Beispiel um die Personengruppe von transgeschlechtlichen Menschen, die in ihrem Leben entdecken oder feststellen, dass ihre Geschlechtsidentität nicht mit dem Geschlecht übereinstimmt, was ihnen nach der Geburt zugewiesen wurde. So, und wenn sie dann ihren Vornamen oder Geschlechtseintrag ändern wollen, müssen sie aktuell laut Transsexuellengesetz zwei verschiedene Sachverständigengutachten durchlaufen, müssen sich vor Psychiaterinnen, Psychologinnen sozusagen über Jahre hinweg auch ein Stück weit auch ausziehen und dann wird entschieden, ob sie das irgendwie dürfen oder nicht. Und das ist pathologisierend und fremdbestimmt. Das heißt, sie müssen sich als psychisch krank attestieren lassen, um ihren korrekten Geschlechtseintrag zu wählen. Und das ist gegen die Menschenwürde und auch gegen das Selbstbestimmungsrecht. Und deswegen muss das geändert werden. Das heißt, wir reden hier noch nicht von der Operation, von der Transition, sondern es geht im Prinzip wirklich nur um den Namen und die Geschlechtszugehörigkeit. Und schon dafür bräuchte man ein Gutachten, nee, zwei Gutachten sogar von Psychiatern. Genau, das wird verlangt laut Gesetz, dass halt eben sozusagen dieser offizielle Akt dann auch wirklich sich beim Standesamt eintragen zu lassen mit dem korrekten Geschlecht, dass es dafür diese Gutachten braucht und das ist antiquiert, es ist überholt, es ist auch sozusagen auch demütigend, wenn man sich diese Fragebogen mal anschaut, da stehen irgendwie Sachen drin, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, aber es hat mit Selbstbestimmung und Freiheit nichts zu tun und Transmenschen sind nicht krank und deswegen sollten sie nicht auch als krank attestiert werden. Das ist ja, wenn man mal ehrlich ist, so ein Thema, was in der Öffentlichkeit gar nicht so oft debattiert wird. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum sind die Belange von Transmenschen in unserer Gesellschaft nicht so häufig, zum Beispiel in Medien ja auch, woran liegt das? Weil es so wenige sind? Ja, da muss man nur mal in den Supermarkt gehen. Also wenn man in den Supermarkt geht, dann hat man rosa und blau bei allem. Ja, sozusagen schon vor der Geburt heißt es, wird es ein Junge oder ein Mädchen. Das heißt, die Gesellschaft ist irgendwie so erzogen oder hat gelernt, es gibt zwei Geschlechter. Das stimmt aber nicht. Die Realität besteht aus geschlechtlicher Vielfalt. Es gibt intergeschlechtliche Menschen, bei denen das nicht eindeutig ist. Es gibt eben transgeschlechtliche Menschen, wo das im Laufe des Lebens sozusagen klar wird, dass das nicht übereinstimmt mit dem Geschlecht bei Geburt. Und was wir einfach nur sagen, ist, dass eben alle Menschen das Recht auf Freiheit, auf Selbstbestimmung, auf Würde haben und dass die Gesellschaft und der Staat nicht entscheiden sollte, wie die Schubladen sind, sondern dass man diese Vielfalt anerkennt und jedem diese Freiheits- und Würderechte auch zugesteht. Jetzt haben Sie die Transmenschen angesprochen und die Intergeschlechtlichen. Bei den Intergeschlechtlichen, wenn ich es richtig weiß, sind die geschlechtlichen Merkmale nicht so eindeutig. Aber da gab es ja eine positive Veränderung in den letzten Jahren, wenn ich es richtig weiß. Genau, es gibt einen neuen Geschlechtseintrag divers, also männlich, weiblich, divers haben wir mittlerweile. Das heißt, intergeschlechtliche Menschen können sich auch als divers eintragen lassen, weil sie halt eben nicht eindeutig männlich oder weiblich sind. Was aber ein großes Problem ist, dass viele Kinder und vor allem Säuglinge nach Geburt, wenn zum Beispiel festgestellt wird nach der Geburt, dass die primären Geschlechtsorgane nicht eindeutig sind zum Beispiel, dass dann halt die Ärztinnen und Ärzte oft den Eltern raten, das sozusagen operativ anzugleichen, damit halt dann eben dann klar ist, okay, das Kind wächst weg als Mädchen oder als Junge auf. Und diese Operationen sind ohne Zustimmung der Kinder, die sind oft traumatisierend im Laufe des späteren Lebens. Und deswegen sagen wir, dass diese Operationen verboten werden müssten, weil das ist ein Eingriff in die Selbstbestimmung, in die Menschenrechte. Und diese Operationen finden statt und die sind zu verbieten. Jetzt ist es ja so, wenn es da eine Operation gibt, könnte man ja als jemand, der sich damit nicht so gut auskennt, denken, da gibt es dann mal im frühen Kindesalter eine Operation und dann wächst das Kind ja in die eine oder andere Richtung, so wie es dann vom Arzt vorgegeben wurde, auf. Und das Thema könnte auch erledigt sein, aber ich glaube, so ist es ja gar nicht. Das wird sozusagen die Menschen ja häufig noch ein Leben lang begleiten. Ja. Haben Sie da Erfahrungen oder wissen Sie das von Betroffenen, wie das dann ist? Ja, das gibt ganz, ganz furchtbare, traumatische Geschichten auch von zum Beispiel vom Verein Intersexuelle Menschen, die das sozusagen dann organisiert haben, auch dann den Protest dagegen.
Ich sag mal, wenn ein Kind auf die Welt kommt als Säugling und der Hoden ist nicht sozusagen ganz ausgeprägt, wird der oft sozusagen entfernt. Und im Laufe des Lebens stellen dann die Menschen irgendwie fest, da ist mit meinem Körper irgendwas passiert und ich wachse jetzt als Mädchen auf, aber ich fühle mich gar nicht wie ein Mädchen. Und das ist operativ schon im Säuglingsalter angeglichen worden. Und ich glaube noch nicht mal, dass man den Eltern dann Vorwurf machen kann. Die Eltern wollen ja auch nicht in dieser Welt, die nur rosa und blau kennt, dass ihr Kind irgendwie dazwischen aufwächst. Aber für die Kinder und für die Jugendlichen ist es wichtig zu erleben, dass sie gleichwertig sind, dass sie halt eben anders sind, aber trotzdem gleiche Rechte und gleiche Würde verdient haben. Und deswegen sind diese Operationen müssen verboten werden. Ab 14, sagen wir, sollen ja natürlich die Jugendlichen selber entscheiden, wenn sie sowas machen wollen. Aber bis 14 müssen sie auch in ihrer Würde geschützt werden. Nochmal der Blick in die Kamera an alle User, wer Fragen stellen möchte. Ich habe hier ein iPad, da kann man also dann die Fragen ablesen. Noch sind keine da, deswegen stelle ich einfach meine Fragen weiterhin. Was ist Ihr Vorschlag? Also Sie haben jetzt gesagt, bei den Intersexuellen, da soll es die Möglichkeit geben, dass die ab 14 dann selbst entscheiden. Aber wenn ich mir das vorstelle, Sie haben die Eltern angesprochen, brauchen die nicht auch eine Beratung? Weil ich stelle mir das als eine mega Herausforderung vor. Damit ist ja erst darauf, ist kann er vorbereitet, wenn er ein Kind bekommt. Fehlt es auch da? Ja, das ist eine riesengroße Herausforderung. Wie gesagt, ich mache jetzt den Eltern gar keinen Vorwurf, weil ich kenne auch ganz, ganz viele Fälle, da haben Ärzte, Arbeitskolleginnen, Freundinnen einfach gesagt, oh Gott, was hat das Kind für eine schwere Zukunft, wenn es intergeschlechtlich aufwächst? Aber ich sag mal, rückblickend ist es doch irgendwie besser, dass die Gesellschaft auch lernt, dass es auch etwas gibt, was anders ist als Mann und Frau. Und die Kinder wachsen einfach auf. Eine Mutter hat mir zum Beispiel erzählt, ich möchte einfach, dass mein Kind intergeschlechtlich aufwächst, selber entscheiden kann, ob es bei den Mädchen oder Jungs zum Sportunterricht geht und dann irgendwann entscheiden kann, ob sie das operativ sozusagen angleichen oder ob es einfach weiter intergeschlechtlich aufwächst. Also am Schluss sind es Menschen und die sind auch nicht krank. Das ist nur eine Ausformung von Geschlecht, die wir bisher so nicht kennen. Aber die hat es immer gegeben. Und das finde ich auch richtig, dass Menschen genauso leben können, wie sie das möchten. Kann man das eigentlich quantifizieren? Wie viele Menschen sind intergeschlechtlich? Schwer, weil es natürlich eine hohe Dunkelziffer gibt, aber ich sage mal zum Beispiel, die Verbände sagen auch andere Zahlen als zum Beispiel Gutachten selber sagen, die im Auftrag der Bundesregierung in Auftrag gegeben wurden. Also wir haben bei transgeschlechtlichen Menschen wird manchmal von 0,6% der Bevölkerung gesprochen, manchmal sogar von 3%. Und das heißt ja sozusagen, wie gesagt, das Geschlecht, das ich selber empfinde, stimmt nicht mit meinem zugeordneten Geschlecht bei der Geburt überein. Und da haben wir schon, glaube ich, Zahlen von etwa bis einer halben Million Menschen in Deutschland, roundabout, von denen man sprechen kann, dass sie sozusagen nicht klar männlich oder weiblich von Geburt bis zum Lebensende leben. Also eine große Zahl. Jetzt haben wir schon über Operationen gesprochen für intergeschlechtliche Personen. Jetzt zu denen bei den Trans-Menschen. Ist es da nicht auch so, dass sozusagen immer auch so ein bisschen eine Gefahr besteht, dass gerade bei Jugendlichen der Wunsch da sein kann, man möge vielleicht so eine Transition haben, dass man das vielleicht aber später auch bereuen könnte. Das ist ja die große Sorge derjenigen, die sagen, wir müssen da vorsichtig sein, ab wann wir sozusagen Operationen ermöglichen. Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass deswegen auch wichtig ist, dass auch Jugendliche, und es wird sehr oft schon im Alter von 11, 12 oder 13 auch wirklich entdeckt und festgestellt, wenn die Pubertät losgeht, dass irgendwie das Geschlecht, sozusagen, mit dem ich groß geworden bin, aber nicht meins ist, dass da natürlich Beratungsstellen auch aktiv sein müssen, dass die Eltern gut beraten werden, dass die Schule gut beraten ist. Und dass dann aber, wenn der Jugendliche sich entscheidet, ich mache das, beginnt man meistens erst mit Hormonbehandlungen, bevor man wirklich operativ eingreift. Und ich sage mal, ab 14 sind die Jugendlichen sowieso in der Lage, selber zu entscheiden, auch in Fragen, was das Geschlecht angeht. Aber meistens sind das sehr bewusste Entscheidungen, die die Jugendlichen sich nicht ausdenken. Und ich kenne auch quasi keine Fälle, wo dann gesagt wird, ich möchte jetzt mich zurückoperieren lassen. Das wird ja auch immer so gesagt. Wie oft kann man sich eigentlich operieren lassen? Also das wissen die Jugendlichen und die jungen Menschen schon sehr genau, was sie da tun. Und wie gesagt, Hormonbeigaben werden erstmal gemacht, um das vorzubereiten. Das ist ja auch ein Prozess, der über Jahre andauert. Wobei so eine Hormonbehandlung ja durchaus auch schon krasse Veränderungen mit sich bringt. Können die Jugendlichen das wirklich immer schon abschätzen, was da auf sie zukommt? Also wenn dann bei Jungs Regelblutungen dazukommen oder so, sind es ja durchaus gravierende Veränderungen. Und es gibt ja immer auch, wenn man die Artikel liest, so ein bisschen die Unterstellung, das sei so ein Hype. Da wollen Mädchen, ich überzitiere jetzt nur, ne, aber diese Begriffe gibt es ja, da sagen Mädchen dann manchmal, sie wollen halt Jungs sein und könnten es dann eben doch bereuen. Also inwiefern könnte da auch in diesem pubertären Alter Hype eine Rolle spielen? Ja, das habe ich jetzt auch ganz oft gelesen, irgendwie so, es gibt so einen Hype, trans zu sein, aber ich meine ganz ehrlich, also erstens, Missbrauchsfälle aus anderen Ländern, die da so eine moderne Gesetzgebung haben, Schweden, Dänemark, Malta, sind weitestgehend nicht bekannt. Das ist schon mal ein Erfahrungswert. Und
Und das Zweite ist, also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, was das bedeutet, und ich weiß es ja auch von vielen Betroffenen, sein Geschlecht zu ändern, also in der Familie, in der Partnerschaft, in der Schule, am Arbeitsplatz, man läuft Gefahr, über die Straße zu gehen und einfach angespuckt, geschlagen zu werden. Also so eine gravierende Veränderung. Und ich bin sehr sicher, dass es sich alle sehr genau überlegen, das zu tun, und dass der Leidensdruck aber in seinem alten Geschlecht gefangen zu sein so hoch ist, dass die Menschen das auch ändern wollen. Und wenn sie zu dieser Erkenntnis kommen, sollte man sie dabei unterstützen, durch Beratung, durch Aufklärung, durch gute Gesundheitsleistungen und das nicht sozusagen von psychologischen Gutachten abhängig machen. Also Beratung ja, aber keine psychologischen Gutachten, die dann im Zweifel sogar noch möglicherweise bindend sein könnten für denjenigen, der es am Schluss dann entscheiden soll, ob man eine Operation vornimmt oder Ja, nicht. ich bin sogar für einen Rechtsanspruch auf Beratung. Das steht in unserem Gesetzentwurf drin, Selbstbestimmungsgesetz, dass es einen Rechtsanspruch geben soll, wirklich überall in Deutschland Beratungsstellen aufzusuchen, um sich da wirklich auch mit den Eltern, mit Erziehungskräften beraten zu lassen. Aber ich sag mal, in diesem Fragebogen, ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt vor heute, da steht zum Beispiel so eine Frage drin: Wie oft masturbieren Sie täglich? Und wenn Sie den Körper eines Mannes haben, ziehen Sie dabei zum Beispiel Frauenunterwäsche an, um sich zu stimulieren? Das klingt jetzt total absurd und krass und ein Eingriff in die Privatsphäre, und das ist es auch. Das ist einfach absurd, so sozusagen mit Menschen umzugehen, die einfach nur in Freiheit und Würde ihr Geschlecht leben wollen. Jetzt haben wir verstanden, worauf es Ihnen ankommt. Sie haben das jetzt quasi übersetzt in einen politischen Gesetzesvorschlag, der wird heute im Bundestag diskutiert. Was versprechen Sie sich davon, die Debatte öffentlich auch mal so ein bisschen anzuheizen, oder vielleicht sogar, dass das Transsexuellengesetz abgeschafft wird? Wird die Regierung da mitmachen? Was ist so ein bisschen Ihre Hoffnung? Also die Grünen fordern schon sehr lange. Wir haben auch schon in der letzten Legislaturperiode einen Gesetzentwurf vorgelegt, aber der ist jetzt sozusagen nochmal weiterentwickelt und besser und umfangreicher. Und wir haben leider eine sehr, sehr unklare Rechtslage. Wir haben aktuell die Möglichkeit, ja, wie gesagt, seinen Personenstand zu ändern, dann dieses Divers einzutragen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Handhabungen vor Ort in den Standesämtern. Es gibt Klagen, es gibt Urteile, die sich widersprechen, also einen unklaren Rechtszustand. Und unser Gesetzentwurf beendet auch diesen unklaren Rechtszustand. Und die Regierung sagt seit sehr langer Zeit, dass sie irgendwas machen will. Letztes Jahr gab es einen Entwurf von Horst Seehofer und Katharina Barley, der aber so schlecht war, dass alle Verbände Sturm gelaufen sind. Und dann ist er auch wieder zum Glück in die Schublade gepackt worden. Und jetzt bin ich einfach mal sehr gespannt. Wir bringen den nicht ein, um damit Wahlkampf zu machen und zu sagen, jetzt lehnt den mal ab, die Grünen hatten recht. Davon haben nämlich die Betroffenen rein gar nichts. Wir bringen den ein, um zu zeigen, so könnte es gehen, und auch als Angebot an die demokratischen Fraktionen, sich zu einigen. Weil ich würde mir wünschen, dass das Thema vor der Bundestagswahl abgeräumt wird, weil es ist ein hoher Leidensdruck bei den Betroffenen, und deswegen möchte ich da auch konstruktiv mit den anderen Fraktionen auch darüber sprechen. Ich würde einen Punkt gerne mal aufgreifen aus Ihrer Antwort. Sie haben gesagt, es gibt eine unklare Rechtslage. Also wir haben ja diesen einen Fortschritt, wenn man so will, für diejenigen, die ich will mal intersexuell sagen, aber ich glaube, Sie sagen intergeschlechtlich. Für diejenigen, die intergeschlechtlich sind, die haben die Möglichkeit zu sagen, ich bin divers und will mich nicht in Mann oder Frau eingruppieren lassen. Theoretisch könnten das ja auch Transmenschen für sich nutzen, aber das ist, glaube ich, umstritten. Ist das Teil dieser unsicheren Rechtslage? Genau, das ist das, was Horst Seehofer halt eben damals in seinen Gesetzentwurf reingeschrieben hat, dass halt eben mit ärztlichem Attest nachgewiesen werden muss, dass man eine sogenannte Variante der Geschlechtsentwicklung hat. Das Problem ist nur, das kann man sozusagen entweder halt körperlich nachweisen, dann machen das Ärzte so, aber wenn man schon sagt, eine Variante der Geschlechtsentwicklung heißt zum Beispiel, ich empfinde mich nicht als männlich oder weiblich, dann sagen viele Standesämter, nee, das reicht uns nicht. Aber das Geschlecht beginnt vor allem zwischen den Ohren, also im Kopf. Und das hat das Verfassungsgericht auch sehr klar gesagt. Geschlechtsidentität ist ureigenste Persönlichkeit. Und deswegen haben manche Gerichte so entschieden und manche Gerichte so. Der Bundesgerichtshof hat jetzt entschieden, dass sozusagen ein intergeschlechtlicher Mensch, der das aber nicht körperlich nachgewiesen hat, das nicht darf. Und jetzt wird vom Verfassungsgericht geklagt. Und ich finde, der Bundestag sollte sich nicht verklagen lassen, sondern er sollte selber dann vorangehen, ein gutes Gesetz auf den Weg bringen. Und dieses Angebot haben wir jetzt heute gemacht. Wie sehen Sie denn Ihre Chancen, dass Sie da Unterstützung bekommen von anderen Parteien, die da auch, also anderen Fraktionen, die im Bundestag sind? Genau, also ich weiß, dass die FDP das unterstützt, ich weiß, dass die Linken das unterstützen, ich weiß, dass bei CDU und CSU es solche und solche Stimmen gibt. Da gibt es zum Beispiel auch Stimmen, die sagen, klar, diese Operationen an Säuglingen und Kindern, die müssen verboten werden, so, die sich auch dafür einsetzen. Aber irgendwie scheint es noch so eine Ordnungsvorstellung zu geben. Also es gibt halt Mann und Frau. Alles, was davon abweicht, ist irgendwie abweichend und muss dann irgendwie zumindest, weiß ich nicht, standesamtlich nochmal attestiert werden, dass das auch so in Ordnung ist. Und diese Ordnungsvorstellung über Geschlechter, die gibt es noch. Und was die SPD macht, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Also dann Da wollte muss ich man mal gerade einfach drauf mal kommen. gucken, ja. Ich hätte es nämlich gedacht, dass sozusagen die Union ihre konservative Genau. Position vertritt, ist irgendwie logisch. Dass sie die anderen, die Liberalen zum Beispiel, auch hinter sich haben, ist auch logisch. Genau. Was macht die SPD als potenzieller künftiger Koalitionspartner in der nächsten Legislaturperiode? Haben Sie da Hoffnungen, dass Sie da
die SPD noch auf ihre Seite kriegen? Was sind da denn die Signale, die sie da bekommen? Also ich hoffe das, deswegen habe ich auch gesagt, wir wollen da jetzt keinen Wahlkampf mitmachen, wir wollen wirklich Gespräche führen, dass es vor der Bundestagswahl ist ja noch etwa ein Jahr Zeit, das Thema abgeräumt wird. Ich kann mich erinnern an einen sehr, sehr guten Moment, nämlich was die Ehe für alle angeht, in der letzten Legislaturperiode, da hat die SPD ja irgendwann auch dann ganz, ganz klar gesagt, so, wir wollen das jetzt hier vor der Bundestagswahl auch abräumen. Und ehrlich gesagt, das wäre auch für die trans- und intergeschlechtlichen Menschen sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, weil jetzt über Jahre hinweg mit dem Thema Wahlkampf zu machen, nützt wirklich niemandem. Das Thema muss abgeräumt werden, weil es einfach um Menschenrechte geht. Und ich glaube, es gibt im Bundestag schon eigentlich eine Mehrheit dafür, die das auch durchsetzen möchte. So, es gibt heute noch eine Demo vom Reichstag. Ich glaube, 10 Uhr geht es los. Mhm. Und dann so rund 4 Uhr, 16 Uhr ist dann die Debatte im Bundestag. Ja. Also etwa 15.50 Uhr, aber manchmal verzögert sich das, aber so ab 3:30, sage ich mal, kann man sich bereithalten, wenn einen das interessiert, das auch im Livestream auf bundestag.de zum Beispiel anzuschauen. Kann man alles angucken. Vielen Dank bis hierher. Wir werden verfolgen, ob es Entwicklungen gibt, ob die Politik sich anders entscheidet, was wird aus dem transsexuellen Gesetz, da bleiben wir dran. Und ansonsten vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal aus der Media Lounge im ARD Hauptstadtstudio. Danke.